Hallo, ich bin Roland Spanger und wir hätten uns diese Woche beinahe getroffen, nämlich im Friedrichstadtpalast in Dresden. Da sollte ich auf Einladung von Francis Moore bei der wunderbaren Reihe Jazz wird's kriminell lesen, unter anderem aus diesem Buch, meinem letzten Roman Tiefenschärf, begleitet von Micha Winkler und seinen Kumpanen, die das Ganze wunderbar aufgejazzt hätten. Ich glaube, es wäre wirklich eine coole Veranstaltung geworden, aber uns kam leider die Epidemie dazwischen. Ich meine, der Virus legt ja mittlerweile das ganze Land lahm. Und natürlich musste auch diese Veranstaltung, wie viele andere, im Friedrichstadtpalast abgesagt werden. Wir sind uns ja mittlerweile alle einig, dass wir zusammenhalten müssen und Solidarität zeigen müssen im Kampf gegen den Virus. Meine Bitte, vergesst auch die lokalen Anbieter von Kultur nicht, die jetzt eine schwere Zeit durchzumachen haben. Manche kämpfen ums Überleben. Und irgendwann ist der Virus vorbei. Und dann ist es auch gut, dass es vor Ort in eurer Nachbarschaft Läden, Theater gibt, die euch mit Musik, mit Tanz, mit Lesungen, mit Kabarett versorgen. Ich hoffe, dass wir uns nach dem Corona-Shutdown möglichst bald alle im Friedrichstadtpalast treffen können und dass wir die Veranstaltung Jazz wird's kriminell nachholen können. Ich würde mich darüber freuen. Bis dahin lese ich einen sehr kurzen Krimi. Ich wurde mal gefragt, ob ich einen Krimi für ein Kalenderblatt schreibe. Und ich fand es spannend, weil man in dieser kurzen Zeit Spannung erzeugen muss. Und ich glaube, es passt sehr gut zu Jazz wird's kriminell, weil es nämlich um Musik geht. Salsa war eine blöde Idee. Nach dem Stammtisch mit den Kolleginnen die Mittwochnacht-Abkürzung zu nehmen. Die menschenleere Mittwochnacht-Abkürzung durch die Garagen. Das Geräusch der Schritte hinter ihr wurde sie nicht mehr los. Der Verfolger hatte aufgeholt. Einmal hatte sie schnell den Kopf gedreht und ihn aus den Augenwinkeln gesehen. Ein großgewachsener Kerl in einem langen Mantel. Sie ging schneller. Der Mann hinter ihr beschleunigte ebenfalls seine Schritte. Ihr Gesicht war feucht. Der Nebel vermischte sich mit ihrem Angstschweiß. Wenn du jetzt losrennst, weckst du nur seinen Jagdinstinkt, dachte Maria. Sie blieb stehen. Der Verfolger kam näher. Maria drehte sich um. Der Mann stand keine 2 Meter entfernt. Wenn Sie versuchen, mir etwas anzutun, dann schrei ich wie am Spieß, sagte Maria. Ich will Ihnen nichts antun. Was wollen Sie nicht? Nein. Maria zog ihr Handy aus der Tasche. Das Blitzlicht erhellte das Gesicht des Mannes. Dunkle Augenränder. Marias Finger flutschten geübt über das Display. Ich habe das Foto bei Facebook gepostet. Irgendjemand wird sie erkennen. Das wiegt sehr schwer vor Gericht. Der Mann lächelte verlegen, schüchtern. Vielleicht tat er auch nur so, als ob. Tut mir leid, wenn ich Ihnen Angst gemacht habe. Was wollen Sie? Der Mann holte sein Smartphone aus der Hosentasche. Er bediente das Gerät lange nicht so geübt wie Maria. Karibische Musik, blecherner Handysound, aber fröhlich. Der Nebel schien sich bunt einzufärben. Möchten Sie tanzen? Fragte der Mann. Meine Frau hat mir zum Geburtstag einen Salsa-Kurs geschenkt. Letzte Woche hat sie mich verlassen. Der Kurs kann doch nicht umsonst gewesen sein. Ich kann nicht Salsa tanzen. Wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Schade. Wartet jemand auf Sie?
Ja, meine kleine Tochter, sie ist 5. Sehr gut, dass jemand auf sie wartet. Der Mann ging an Maria vorbei, verschwand im Nebel. Die Musik wurde leiser. Fade out, bis keine Musik mehr zu hören war. Dankeschön. Ich hoffe, im Friedrichstadtpalast in Dresden ist bald wieder Musik zu hören.